Ich zeige Ihnen, welche Vorbereitungen ich treffe für eine Camtasia-Aufnahme. Mein Name ist Birmin Lehner. Zuerst empfehle ich Ihnen dringend, machen Sie einen Projektordner und legen Sie dort Dateien hinein, wie schon bestehende Nattel-Filmaufnahmen, Bilder oder Sound. Nachher füge ich natürlich die Datei, die ich jetzt gerade hier aufzeichne, auch als Film dort hinein. Nachher eine Projektdatei und zum Schluss den produzierten Film. Also garantiert drei Sachen müssen drin sein. Diese Aufnahme hier als T-REC-Datei, dann die Projektdatei TSC-PROI und die Filmdatei MP4. Legen wir los. Ich starte Camtasia. Bei diesem Fenster hier wähle ich meistens ein neues Projekt. Nun kann ich sofort mit der Aufnahme starten. Vor der Aufnahme erscheint dieses Fenster hier. Stellen Sie hier auf Vollbildaufnahme ein oder wählen Sie hier einen Ausschnitt auf dem Bildschirm. Die interne Kamera habe ich natürlich immer ausgeschaltet und prüfen Sie, ob das Mikrofon überhaupt funktioniert. Also wählen Sie hier das richtige Mikrofon, denn hier sollte ein Ausschlag sichtbar sein, sonst ist die Aufnahme ja stumm. Wenn all das stimmt, können wir mit der Aufnahme beginnen, aber Achtung, hier bei Werkzeuge würde ich grundsätzlich einmal einstellen bei Optionen. Die T-REC-Aufnahmedatei ist soweit gut, aber hier bei Dateioptionen habe ich geändert. Es soll die Dateinamen mit Jahr, Monat, Tag beschriften, Bodenstrich Aufnahme oder noch viel besser, es soll mich jeweils fragen, wohin die Datei gespeichert werden soll. Denn nur so kann ich ja all diese Dateien in einem Ordner ablegen. Also okay. Ich mache ein Beispiel. Hier Aufnahme. Es erscheint das Aufnahmewerkzeug. Das kann ich auch auf den anderen Bildschirm tragen oder hier lassen, denn es verschwindet nachher. Ich sehe, das Mikrofon funktioniert. Ich starte die Aufnahme. Es erscheint noch der Countdown. Ich mache ein Beispiel in Word. Ich hatte eine Schülerin, die hieß. Oh, natürlich, sie sagte mir, ich solle ihr einfach Rosa sagen, aber immer wenn ich ihren Namen schreiben musste, dann dauerte das eine Weile. Was habe ich gemacht? Ich ging in Word zu Datei, hier zu Optionen, bei den Optionen zu Dokument Prüfung und bei Dokument Prüfung zu Autokorrektur Optionen. Ich programmierte hier bei während der Eingabe ersetzen folgendes. Ich schrieb Rosa und dahinter fügte ich ihren langen Namen ein, hinzufügen, okay. Und wann immer ich nun Rosa schreibe, Rosa Leerschlag kommt ihr ganzer Name. Das war's. Wie beende ich diese Aufnahme hier? Ich drücke jeweils die Taste F10 für eine Pause F9, aber jetzt bin ich ja fertig, ich drücke F10. Sie haben es gesehen, die Datei wurde schnell vorbereitet. Ich habe ja hier meinen Ordner Camtasia 01 Vorbereitung. Ich habe vorhin gesagt, der Dateiname soll in der Not immerhin so heißen, aber jetzt gebe ich dieser Aufnahmedatei den Namen Camtasia Vorbereitung D, das MP4 braucht es hier nicht, D, es ist ja eine T-REC-Datei, speichern und sofort erscheint Camtasia und ich habe hier die ganze Bühne, meine Show, den Film, ich habe hier die Audiospur und ich habe hier den Film, ich habe hier die Abspielnadel und kann nun das Ganze wieder ansehen und bearbeiten.
Das hier ist das Projektfenster mit einer T-Rec-Aufnahme, die ist hier auch auf dem Storyboard, aber ich habe das Projekt noch nicht gespeichert. Also als nächstes speichere ich das Projekt. Ich gehe unter Datei, Speichern und wiederum zu meinem Ordner CT01 Vorbereitung, gebe nun auch dieser Datei, dieser Projektdatei den Namen CT Vorbereitung und Enter. Jetzt ist die Projektdatei bereit, ist in meinem Ordner drin. Jetzt fehlt nur noch der produzierte Film. Klar, vorher würde ich jetzt noch schneiden und trimmen und all das, aber ich gehe jetzt hier gerade auf die Produktion. Ich sage, ich möchte eine lokale Datei erzeugen, eine MP4-Datei, die kann ich nachher bei YouTube hochladen. Also lokale Datei. Hier sage ich, ich will nur eine MP4-Datei, also ohne Player oder irgendetwas. Weiter. Und zum dritten Mal muss ich hier wählen, wo ist denn der produzierte Film drin. Also ich gehe wiederum dorthin, wo ich vorhin schon war. Hier Camtasia 01 Vorbereitung. Und diesmal ist es wirklich eine MP4-Datei. Hier steht es bereits und der Name ist auch schon eingetragen. Speichern und jetzt fertigstellen. Jetzt wird der Film produziert. Ja, und hier läuft das ganze Ding bereits. Ich stoppe das nun hier. Also der Film ist produziert und bereit. Mein Projektordner sieht nun so aus. Das hier sind einzelne Filme, die brauchte ich für die Vorbereitung. Das ist die Aufnahme von Camtasia. Das ist die Projektdatei. Und das hier, das ist die Schlussdatei, also mein Produkt, der produzierte Film. Das war's.